Warum sind Sie der richtige Kandidat für das Mainloiser Bürgermeisteramt? Weil ich glaube, dass ich die richtigen Ideen habe, um den Markt Mainlois, meine Heimatgemeinde, für die nächsten Generationen weiterzuentwickeln. Insbesondere liegt mir viel Wert an einem gemeinsamen Miteinander und an einer Weiterentwicklung unserer Wohlfühlgemeinde Mainlois mit unterschiedlichen Projekten. Im Großen und Ganzen ist es der Aufbau für diese beiden Bereiche eines Betreuungsnetzwerkes für Jung und Alt oder von Jung bis Alt. Was werden Sie im Falle einer Wahl als erstes Projekt in Angriff nehmen? Als erstes Projekt würde ich den Radweg Nord-Süd angehen. Das Mainloiser Maintal ist bisher durchzogen in Ost-West-Richtung von einem Radweg. Ich möchte einen Radweg Nord-Süd, zum Beispiel im Zentbachtal entlang der Kreisstraße, damit wir auch andere Ortschaften mit dem Fahrrad erreichen können. Was ist die größte Herausforderung für den Markt Mainlois? Die größte Herausforderung für Markt Mainlois sind 140.000 Quadratmeter, die mitten im Ort liegen und eine Industriebrache sind. Und das ist ein Gelände, das wir einer neuen Nutzung zuführen müssen, meines Erachtens. Und da sind aber viele Kraftanstrengungen notwendig, um das zu bewerkstelligen und dieses Gelände wieder zu beleben, das ja den Kern des Ortes ausmacht. Welche Entscheidung von Amtsinhaber Bürgermeister Dieter Adam war die beste und welche die schlechteste? Ich rechne Dieter hoch an, dass er den Hochwasserschutz Pölz in seiner Amtszeit vorangetrieben hat, durchgesetzt hat und vollendet hat. Und was ich Dieter vielleicht nicht so hoch anrechne, ist, dass er den Löschbehälter in Bernstein vielleicht etwas anders hätte angehen müssen von der Vorgehensweise, sodass dann keine Tatsachen geschaffen werden, bevor man hätte darüber reden können. Wo sehen Sie Mainlois in 10 Jahren? Mainlois in 10 Jahren sehe ich nach wie vor an der gleichen Stelle, aber mit einem umfangreicheren Netzwerk für die Generationen bei uns zu Hause, für Jung und Alt, für die Kinderbetreuung, für die Seniorenbetreuung, für das Miteinander der Generationen und für den Wohnort für unsere Familien.